Moin Moin und Happy Halloween. Ja, es ist endlich soweit. Wir haben Halloween erreicht und heute habe ich ein ganz besonderes Unpacking zur Feier des Tages. Und zwar habe ich mich mal wieder mit anderen Booktuberinnen zusammengetan und wir sind alle Halloween-Fans und wollten uns gegenseitig zu Halloween beschenken. So ähnlich wie man zu Weihnachten eben wichtelt, haben wir das jetzt ganz genauso gemacht, dass jeder eben jemanden hatte, den er beschenkt und auch jemanden, der für ein selbst dann das Paket packt. Und wir haben gegenseitig ja Wunschlisten ausgetauscht zum Thema ja, Grusel, Thriller und Krimibücher und eben auch ein bisschen ja ausgetauscht, was man mag und was man nicht mag. Ja, und das hat ganz wunderbar schon Spaß gemacht, alleine das Paket zu packen für mein Wichtelkind, sage ich jetzt mal, denn es ist einfach wunderschön für andere, dann irgendwas auszusuchen und weil man ja selbst Halloween-Fan ist und dann durch diese ganzen Dekoregale zu gehen und dann explizit etwas auszusuchen, das hat einfach extrem viel Spaß gemacht. Und alle anderen Videos sind natürlich jetzt auch online und könnt ihr in der Infobox finden, meine Playlist erstellt und da seht ihr dann auch nochmal alle Kanäle, die mitgemacht haben. Ja, und ich habe natürlich jetzt auch ein Paket bekommen. Hier seht ihr es schon und anhand der coolen Aufkleber könnt ihr dann auch sehen, dass es sich um ein Halloween-Paket handelt und die kommen mir ganz gut bekannt vor, denn auch ich habe die gefunden, diese Aufkleber, und für mein Paket verwendet. Und ja, das fand ich schon ganz, ganz lustig. Es sieht ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen aus, das Paket. Ich hoffe, der Inhalt hat es überlebt, aber ich denke mal, ja, es ist jetzt nicht sonderlich schwer, da kann vielleicht nicht ganz so viel kaputt gegangen sein. Hoffe ich einfach mal. Wir werden es ja gleich sehen. Und ja, der Absender, fand ich ganz lustig, ist Wichteline in der Wichtelallee in 10.000 Wichtelhausen. Ja, fand ich ganz lustig, die Idee. So weiß ich halt immer noch nicht, wer mich beschenkt. Ich habe schon eine Ahnung, weil wir eben alle in einer WhatsApp-Gruppe drin sind und wir uns ein bisschen ausgetauscht haben, wann wir unser Paket losgeschickt haben. Und wann etwas angekommen ist. Und da konnte ich schon so ein bisschen aus dem Ausschlussverfahren ja, rätseln, wer mich beschenken würde. Aber hundertprozentig weiß ich es natürlich nicht und ich werde es euch jetzt auch nicht verraten. Ich werde jetzt erstmal das Paket hier aufschnibbeln mit meinem Cuttermesser und ja, dann wollen wir mal zusammen reinschauen. So, das Paket ist aufgeschnitten und jetzt ist mir gleich mal etwas aufgefallen, was mir zwar von außen auch aufgefallen ist, aber wo ich noch nicht ganz gecheckt habe, was es ist. Und zwar ist das so ein rosane Farbe drauf und jetzt, als ich sie aufgeklappt habe, sehe ich auch, was das sein sollte. Und zwar sind das blutige Handflächen. Das hatte man auf dem Außen hatte man das nicht so ganz erkennen können, aber hier sieht man es. Ist halt ein bisschen verblichen, die Farbe leider. Und ich sehe hier schon so ein bisschen Wattepads. Mal gucken, was das jetzt wieder ist. Hoffentlich kommt mir da nichts entgegengesprungen. das sieht schon gut aus. Ich lasse euch mal mit reinschauen. Wir haben hier zum einen, die hole ich mal als erstes raus, eine schwarze Rose. Und was ist da vorne drin? Ein Auge. Das finde ich ja schon mal super cool. Hat sie das da jetzt reingeklebt oder war das da drin? Ne, ich glaube, das war da drin. Und wir sehen hier eben ganz viele Wattepads. Schwarze und orangene Knubbel und weitere Augen. Das finde ich als Deko schon mal ziemlich cool und ich glaube, dass man die sogar essen kann. Ja, schon mal ziemlich cool. Die, ja, jetzt muss ich da irgendwie ran. Ich werde erstmal ganz vorsichtig die Wattepads darunter nehmen. Das ist auf jeden Fall eine gute Deko und auch eine super Polsterung. So, jetzt habe ich hier einmal die Polsterung rausgenommen. Und hier haben wir Papier, schönes Papier. Und sind auch, glaube ich, noch ein paar Blutflecken drauf. Ja, ich fange jetzt einfach erstmal damit an. Und ich glaube, das wird Tee sein. Bin gespannt, welcher es ist. Ob ich den schon kenne. Und es ist von Kappa Golden Orange Turmeric Infusion. Auf jeden Fall ein Kräutertee. Achso, Orange und Kurkuma. Ja, interessant. Den hatte ich noch nicht.
Orangentee mag ich auf jeden Fall. Ob ich das mit Kurkuma zusammen mag, das muss ich dann mal testen. Aber passt auf jeden Fall von der Farbe her natürlich super zu Halloween. So, dann haben wir hier was ganz Kleines. Damit mache ich mal weiter. Es klödert ein bisschen. Kann ich mir aber noch nichts bei denken. Spannung steigt. Ah, doch, das hätte ich mir ja eigentlich denken können. Und zwar ist das eine Bridgewater Candle, also eine Duftkerze. Welche Richtung ist das? Autumn Stroll. Ich möchte Karton aufmachen. Jetzt mache ich ihn, glaube ich, kaputt. So. Oh ja. Bisschen gewürzig riecht es. Kann aber nicht genau sagen, wonach es genau riecht. Steht auch nicht drauf, aber es ist auf jeden Fall ein herbstlicher Duft. Ein bisschen gewürzig, ein bisschen parfümig in diese Richtung. Und ich denke mal, dass damit ich das auch richtig, weil das ist jetzt kein starker Duft, damit ich den auch richtig riechen kann, werde ich ihn, glaube ich, zerteilen und dann in die Duftlampe packen, damit ich damit auch davon auch ein bisschen was habe. Ja, Bridgewater Candle kenne ich tatsächlich auch, aber hatte ich bisher noch nicht so viele Duftkerzen. Auch da kann ich ganz gut dann mal ein bisschen ausprobieren. Oh, ich glaube, das hört sich schon mal nicht so gut an. Und zwar, ich glaube, hier hat sich eine Tasse drin befunden, aber die ist leider in Scherben. Das war, glaube ich, so ein Kessel, wo Witch's Brew drauf stand. Total schade, die hätte ich bestimmt wunderschön gefunden und hätte sie sehr gerne benutzt, aber die ist in mehrere Teile geteilt. Eigentlich relativ gut gepolstert, aber das hat es nicht überlebt. Wir haben natürlich noch das Herzstück, und zwar das Buch. Ich hatte echt eine riesengroße Wunschliste geschickt, weil ich ja nun mal, ich liebe ja Spuk und ja, düstere Geschichten, auch Dark Fantasy, und da hatte ich echt eine mega lange Liste. Und ja, weil ich mich einfach extrem gerne überraschen lasse, habe ich einfach die ganz große Liste weitergegeben, und das tut mir ein bisschen leid, aber vielleicht hast du da ja auch irgendwas für dich gefunden. Es ist auf jeden Fall ein dünnes Taschenbuch, aber ich könnte es jetzt einfach nicht sagen, welches das ist. Komme auch nicht ran. Das Papier ist sehr steif. So. Es ist auf jeden Fall knallorange von hinten. Ein Meister der Psychothrillers. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ah, okay. Und zwar von Stuart Onan Halloween. Ich glaube, ich habe ein anderes Cover bei mir auf der Wunschliste. Und ich glaube, das ist eine ältere Ausgabe aus dem Rowohlt Verlag. Aber das passt natürlich perfekt zu Halloween. Ich lese euch einmal schnell den Klappentext vor. Halloween, Tag der lebenden Leichen. Die Geister dreier toter Teenager kehren aus dem Zwischenreich zurück nach Connecticut. Vor einem Jahr sind sie hier bei einem Unfall auf dem Highway gestorben. Nun sehen sie nach den Freunden, die überlebten. Kyle, entstellt und debil, und Tim, unverletzt, aber innerlich längst tot. Sie merken, dass Tim etwas Schreckliches vorhat. Ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht daran erinnern, dieses Buch auf meiner Wunschliste gepackt zu haben. Vielleicht, weil es einfach ein anderes Cover hatte. Muss ich noch mal gucken, welches das war. Aber ich bin da eigentlich auch gar nicht so wählerisch, was Halloween-Titel angeht. Und klingt auch irgendwie ganz cool. Ich glaube, das ist sogar geht es sogar in die Jugend- und Kinderbuchecke. Ja, also da muss ich noch mal ein bisschen recherchieren, ob das noch mal ein anderes Cover hatte, was ich für ein Cover da drauf irgendwie im Kopf hatte, um das noch mal zuordnen zu können. Ich könnte mir vorstellen, direkt an Halloween noch mal reinzulesen. Wenn ihr das Video seht, ist ja schon Halloween, aber für mich ist es ja ein paar Tage vorher. Und da habe ich noch mal Zeit, vielleicht direkt hier reinzulesen. Ja, passt natürlich auch sehr gut zum Thema. Ja, ich bin sehr, sehr traurig, dass die Tasse kaputt gegangen ist, aber ja, was soll man machen?
kann ja meine Wichtelmama auch nichts dafür, aber es ist ja relativ gut eingepackt gewesen und ich hatte es beim Tragen vorhin auch nicht klimpern hören oder so. Also eigentlich ja, muss das Paket dann doch irgendwie geworfen worden sein. Das ist natürlich traurig, aber ich habe trotzdem alles Orangene hier zusammen. Passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Eine Kerze, Tee und ein Buch. Das ist doch perfekt, um sich einen wunderbaren, entspannten Abend zu machen. Und ja, wenn ihr jetzt wissen wollt, wen ich beschenkt habe, wen ich bewichtelt habe, dann müsst ihr natürlich auch die anderen Videos schauen. Und ich freue mich auch schon sehr auf die anderen Videos. Anderen beim Auspacken zuzuschauen, beim ja, Freuen und ja, bei Überraschungen und ja, wie andere diese Thematik, dieses Halloween-Thema umgesetzt haben, auch in der Deko. Finde ich hier schon ziemlich cool mit den Augen und mit der Watte und natürlich auch mit den ja, mit den Bluthänden. Und ja, ich werde euch natürlich berichten, dann vielleicht schon im Lesemontag Oktober, wenn ich hier mal reingelesen habe. Also ich habe jetzt hier auch keine Karte entdeckt oder kein Rätsel oder keine Grüße und kann jetzt gar nicht sagen, wer mein Wichtel ist. Vielleicht kannst du es ja auflösen in den Kommentaren. Und ja, freue mich, dass das Paket noch rechtzeitig hier angekommen ist. Das wurde nämlich schon ein bisschen knapp und ist jetzt, ich habe es jetzt heute gerade abgeholt. Heute ist Freitag und am Sonntag bzw. in der Nacht vom Samstag auf Sonntag wollen wir es ja schon hochladen. Deswegen bin ich ganz froh, dass es jetzt geklappt hat, dass ich jetzt nach der Arbeit hier direkt drehen konnte. Und naja, so musste ich jetzt immerhin nicht lange warten, dass ich das Paket irgendwie auspacken konnte. Sagt mir doch mal, ob ihr das Buch kennt, ob ihr den Tee kennt, wie ihr beides gefunden habt und ja, wie ihr vielleicht jetzt Halloween verbringt. Das würde mich interessieren, was ihr so vorhabt, ob das für euch ein Tag wie jeder andere ist, ob ihr das tatsächlich vielleicht für euch selbst, das mache ich auch, ich mache es ja auch nicht im großen Format, sondern ich mache es eigentlich für mich selbst, dass ich mir es einfach gemütlich mache, vielleicht einen Horrorfilm gucke, ein gemütliches Buch schaue, anzünde und vielleicht noch eine nette, gruselige Playlist nebenher. Mehr mache ich da auch nicht. Aber vielleicht sind manche unter euch ja tatsächlich doch noch ein bisschen extremer drauf, die vielleicht sogar auf eine Halloween-Party gehen oder tatsächlich um die Häuser ziehen mit ihren Kindern oder irgendwas anderes unternehmen, viel geschmückt haben, mit ihren Freunden irgendwie einen Spieleabend machen. Alle das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ja, jetzt wünsche ich euch weiterhin Happy Halloween und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Und bis dahin eine schaurig schöne Lesezeit. Bis dann. Ciao, ciao.